Herzlich willkommen zurück im Weltraum. Ich bin der Heizmeister und dies ist Folge 147 von X3 Albion Prelude. Und das, was man hier sieht, ist der in der letzten Folge neu gekaufte Argon Phantom. Ein Luxustransporter, der auch richtig schön schnittig aussieht. Ja. Ich allerdings bin immer noch in der Mani. Und der folgt mir immer noch, wieso ich das richtig sehe, oder was hast du für ein Kommando? Hauptquartier, ah ja. Naja, okay. Dann flieg du mal weiter. Ja, die Eisensterne ist immer noch unterwegs, um die Piratenbasis zu zerstören. Das dürfte auch nicht lange dauern. Und ich werde mich jetzt erstmal weiter hier durch die Sektoren bewegen. Zunächst einmal kannst du das verbesserte Sprungmenü. Kann ich leider noch nicht ausprobieren. Honkast Prüfung. Was ich mir. Ah, du hast keine. Ja. Gerade noch. Ja, keine Energiezellen mehr. Das heißt, er muss jetzt erstmal am militärischen Außenposten nachtanken. Argon, schnelle Einsatzeinheit, Kolossus. Okay, ist hier was irgendwie Xenon-mäßig los oder so? Nee, gut. Militärischer Außenposten. Wieso ist der Detektor an? Ach. Ich muss mal den Detektor ausschalten. Wo kann man das nochmal machen? Shift A habe ich ja eingestellt hier. Shift. Nicht in Betrieb. Aha, perfekt. Sehr schön. Okay, was haben wir denn hier? Glauben Sie, dass Sie der Aufgabe gewachsen sind? Ja. Nee. Ich suche was anderes. Kahuna Presse, M Alpha. Ach. Was ist das denn? Das gibt's ja gar nicht. Achtung, eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Xenon Sektor 101. Ja, ja, es ist wieder ein Geschützturm wahrscheinlich. Ah, nein, ist es nicht. Spring. Spring jetzt. Profitbrunnen. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Und zwar jetzt zur Schiffswerft. Ah, zerstört. Na toll. Ich glaub das ja nicht. Oh, verdammt. Das war ja so klar. Ja, Energiezellen machen wir voll. Energiezellen gekauft. Sehr gut. Dann kannst du. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Xenon Sektor 101. Wieso habe ich überhaupt keine Patrouille mehr drin? Gibt's halt nicht. Das soll doch gar nicht passieren. Kein Ziel. Hoffentlich bist du jetzt endlich gesprungen. Nein, auch noch zerstört. Ah. Okay, zwei Hayabusas nochmal kaufen. Super. Nein. Nicht interessiert. Ja. Dann eben weiter. Ich glaube, ich muss mal wieder kämpfen. Elefant, ja. Ja, super. Ach, das nervt echt. Gut. Dann brauche ich mich nicht beschweren. Ich hätte ja eine Patrouille da reinschicken können. Habe ich aber nicht gemacht. Na, super. Der Gepard-Prototyp.
Wieso bist du denn da? Ach, du bist gesprungen. Ab nach Herzenslicht bitte und an die Argon-Schiffswerft. Und die sagt Bescheid, wenn sie fertig ist. Gut. Mikrochip-Verkäufer passt. Die Aegir-Fregatte braucht noch, glaube ich, Waffen, so wie das aussieht. Ja, Starburst-Schockwellenkanonen. Da könnte ich ja mal gucken, ob noch welche produziert wurden. Dann habe ich hier ganz viele... Oh Gott, Chocaros. Wo seid ihr denn da? Ja, genau. Vier Schiffe gleichzeitig aufrüsten? Ja. Was gebe ich denn den Chocaros? Zuerst mal die Laderaumerweiterung. Das werden meine neuen Transportersatze. Ersatztransporter. Transportersatze. 200 MJ-Schild haben wir leider nicht da. Das ist schlecht. Ja. Nee, das nicht. Eventuell. Ja. Ja. Grundruf an die angedockten Schiffe. Nee, kann ich ja nicht machen. Da sind ja immer noch irgendwelche anderen Schiffe dran. Oh, mach ich gleich. Ja, ich muss eigentlich... Militärtransporter werden leider nicht erfasst. In einer besonderen Gruppe, aber... Ja, das ist schade. Leider nicht erfasst. Erreiche System. Nathans Reise. Aha. Phantom ist dort. Pirat, Pirat, Chimäre, Argon, schnelle Einsatzeinheit. Eingehende Nachricht. Nicht in Betrieb. Detektor, Ton aus, bitte. Und zwar ständig. Pirat, 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 Harrier, Aufklärer. Wenn hier Piraten sind, dann heißt das, dass hier irgendwo eine Piratenbasis ist. Ich suche zuerst mal so das hier ab. Die dürften noch mit dem Argon Gladiator spielen, aber ja, mal schauen. Ich glaube, sie haben nicht gefunden. Ach ja. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Ach Gott, sind da viele, die ich reparieren muss. Ja, hallo. Alle repariert? Alle repariert. Ja, ich schau gleich nach. Alles geht heute kaputt. Das gibt's doch gar nicht. Nach Xenon Sektor 101. Kommando akzeptiert. Und... in Sektor 101 nach Nopileus Memorial. Ja, ich schicke da jetzt Verstärkung ein. Kristallfabrik M Alpha Pirat Harrier Aufklärer. Eingehende Nachricht. Nein, Kampf, verteidige Position in Ziel Sektor 101 und zwar dort am Tor. Kommando akzeptiert. Sehr schön. Gut, ich habe wieder meine kleine Patrouille drin. Liefere Erz. Boah, das könnte richtig... Ich muss mal eben was nachgucken. 2000 Erz, wo krieg ich sowas her? Oh, habe ich mal eben einen Transporter rumliegen, der das kann? Naja, nicht. Was hast du an Bord? Starburst Schockwellenkanonen? Okay. Solltest du nicht eher ein mobiles Bohrsystem an Bord haben? Ach ja, da war ja was. Du bist am NMMC Hauptquartier, weil du ein mobiles Bohrsystem kaufen musst.
Aber du hast Starburst-Schockwellenkanonen. Na klar, was heißt das? Ab nach Familie Wii. Zur Aran. Dort ist nämlich, glaube ich, auch die Aegir angedockt und wartet auf weitere Waffen. So. Stationsverstellung verändern. Starburst-Schockwellenkanonen, genau. Einmal rüber, bitte. So. Genau, da habe ich ja alles eingebaut. Das heißt, docke mal an. Wo kann es weitergehen mit dem Ausrüsten? Antigone Memorial? Nee, da ich brauche einen Ausrüst. Ach, da ist er eins, natürlich. Aber besser ist es an einer Schiffswerft in Argon Prime. Okay, ab nach Argon Prime. Du bist wahrscheinlich jetzt der Nächste, der angedockt ist. Genau. Siehe auch erhöhtes Frachtvolumen. Docke an. Argon Prime. Ab an die Schiffswerft. Bergbaubasisschiff. Du bist da. Warenaustausch mit der Aran. Genau. Schick der Aran mal bitte die Starburst-Schockwellenkanonen rüber. Starburst-Schockwellenkanone entfernt. Sehr schön. Und dann kannst du dich wieder nach... wo gibt es das mobile Bohrsystem nochmal? Das muss ich jetzt mal gucken. Also es gibt ihn natürlich in PTNI Hauptquartier, aber anscheinend ja nicht. Waffen. Mobiles Bohrsystem. Da. Das mobile Bohrsystem stößt kleine, schnell rotierende, spiralförmige Partikel und beschleunigt sie. Panit Prime. Sich in das Gestein und brechen den Fels mittels Resonanzwellen in Stücke. Gegenüber anderen Materialien ist ihre Wirkung nur sehr gering. Vielleicht wäre es mal sinnvoll bei John Turco nachzugucken. Ja, raus. Steuern sind fertig. Ach, das macht nichts. Ich kriege ja immer Geld. Erreiche System. Ja. Pirat, Skorpion, aufklären. Den hole ich mir. Den hole ich mir. Sie sprechen mit dem. Haben Sie etwas? Ich ja, bitte. Wollen Sie den Job oder nicht? So schön es auch ist, ich würde lieber... Oh. Den hole ich mir nicht. Hier ist es alles mit Piraten verseucht. Sind hier noch irgendwelche Piratenbasen übrig? Sie sprechen mit dem... Gibt es App schöner? Sind Sie an dem Job interessiert? Oh, auch noch sowas Tolles. Ich glaube... Was haben wir denn da? Werbetafeln. Nichts weiter. Okay, ich dachte schon, das wäre irgendwas... Piratenbasismäßig ist hier nichts. Tor, Polarstern, freie Argon hat Produktionskomplex. Zielfolgende Raketen. Tor, zwei Welten. Na gut. Phantom. Phantom ist ja nicht besonders Tor, schnell. Zwei Welten. Wenn wir nicht ein bisschen schneller mit der Mani. Phantom. Wie ist denn der Frachtraum? Auch etwas begrenzt. Tja. Okay. Das Bergbaubasisschiff, das ich eben bearbeitet habe. Wo ist es denn? Familie Wii. Springe und fliege zur Station. Wo ist die John Falco Station? Achtung, eines ihrer Schiffe. Ach komm. Xenon-Sektor 101. Ja, ich weiß. Obwohl der Profitbrunnen war ja auch. Werft. Kommando akzeptiert. Xenon Sektor 101. Wo ist die Springblossom? Ein L. Alles klar.
Ich glaube, jetzt muss ich mal eingreifen. Also, zunächst einmal zwei Frachter ersetzen. Ich wollte doch irgendwann noch den Xenon-Feldzug vor X4 machen, aber ich weiß nicht jetzt, wie das wird, weil X4 ist ja schon sehr bald und ich habe ab November keine Zeit mehr. Also zum Aufnehmen und so. Naja. Ja, dann wird es auch, was wir es von Mitte November bis Ende Dezember würde es wahrscheinlich nur alle zwei Wochen eine X-Folge geben. Weil ich einfach nicht mehr... Ja, ich guck gleich. Jetzt melden die sich alle. Wer ihr jagt mir meine HVTs wieder in die Luft. 200 MJ-Schild. Ja. Boost-Erweiterung? Ne, die laufen noch nicht weg, sie sind an der Schiffswerft. Versuch mal zu fliehen, ja. Mach das mal. Xenon Sektor 101, das ist gerade Kriegsgebiet oder was? Hoffentlich ist der auch geflohen. Ja, anscheinend doch. Okay. Und den Drohnenkomplex muss ich immer noch mit EPA versorgen, sonst läuft da gar nichts. Mann, heute ist aber viel Stress. Da. Du bist noch nicht aufgerüstet. Du bist noch nicht aufgerüstet. Du bist aufgerüstet. Flieg doch mal nach Argon Prime. An die Schiffswerft. Du bist ebenfalls aufgerüstet. Docke an. Argon Prime. Schiffswerft. So, das dürften dann die nicht aufgerüsteten sein, die jetzt nachgerückt sind. Ah. Ja, doch, das dürfte geklappt haben. Sprungantrieb. In welcher Schiffswerft habe ich den Greif nochmal gepackt? Gepard nochmal geparkt. Hey, was gibt's da? Aha. Ich glaube, sowas kaufe ich mir mal irgendwann. Für besondere Schiffe. Nee. Leider nicht das, was ich suche. Ah, da fliege ich mal vorbei. Mal gucken, ob es da eine Mission gibt. Wenn nichts Interessantes da ist, werde ich dann wieder auf den Greif wechseln. So einfach ist das. Okay. Das Bergbaubasisschiff ist in Profitbrunnen und fliegt zur Schiffswerft. Gut, aber die Aegir-Fregatte ist an der Aran angedockt und kann sich was holen, glaube ich. Sehr gut. Wie sehen die Waffen jetzt aus? Wow. Das war knapp. Das war verdammt knapp. Ja, ich glaube, ich fliege auch mitten, ne, auf die feine englische Art einfach mal in die falsche Richtung. Ach ja. Okay. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Die Hoodie ist immer noch beschädigt. Wie sieht es beim Hauptquartier aus? Oh, alles leer. Naja, fast leer. Und die Pax Magellanic wird immer noch repariert. Das kann auch noch lange dauern. Das kann auch sehr lange dauern. Okay. Ein Manta-Frachter. Wo bin ich denn hier? Zwei Welten. Der müsste dann von unten kommen.
Ja, nee. Okay, keinen guten Auftrag. Wo ist mein Greif? Nicht Greif. Gepard. Eingehende Nachricht. Ach, ihr seid immer noch an der Schiffswerft. Um euch kümmere ich mich später. Die werde ich noch alle ersetzen. Sektorhändler? Ah ja. Überwachter der Ich hatte ja einen Unihändler ersetzen müssen. Der dürfte jetzt fertig trainiert sein. Ach, verdammter Husten. Unihändler. Und du machst jetzt mal. Nein, Handel. Ach, kann er noch gar nicht. Sektorhändler in Argon Prime. Mit einem Sprung Abstand. Also einem Sprung in den nächsten Sektor rein. Da kannst du auch noch Sektorhandel machen. Kann man auch sehr gut steuern. Man kann einen Sektorhändler einsetzen und dann nur sagen, wo sie fliegen sollen. Das ist besonders nützlich, wenn man als Terraner spielt und wenn der Krieg noch da ist. Denn man möchte partout nicht in die Kriegssektoren rein. Dann kann man so ja, den Handel begrenzen. Aber wo kriegt man eigentlich die Handelssoftware Mark 3 im Terraner-Raum? Das würde mich mal interessieren. Ah, du bist an der Aran dran. Ah, natürlich. Wieder mal einen zusammenflicken, weil er ein unglücklichen Zusammenstoß mit einem L hatte. Ich habe noch nie von einem glücklichen Zusammenstoß mit einem L gehört, aber naja. Wo habe ich jetzt mein Schiff geparkt? Hallo? Nee. Gibt doch keinen mehr, der an der Boron-Schiffswerft ist, der noch aufgerüstet werden muss, ne? Doch, doch, die müssen alle aufgerüstet werden. Aha. Gepard-Prototyp, wo bist du? Mond. Ach ja, der hat die ganze Reise ja begonnen. Okay. Sprungantrieb und... kann ich nicht zum Mond? Ah, dann nehmt zur Venus. Und los. Kann ich auch gleich, vielleicht gleich mal um die Hayabusa kümmern. Also die mehreren Hayabusas, die an angedockt sind. Weil ich ja wieder was ersetzen muss. Schlimm genug. Bergbau-Basisschiff ist fertig. Ja, oh Gott, ja. Nimm mit. Alles mit. Sehr schön. Jawohl, mobiles Bausystem, endlich. Trägerkommandosoftware brauchst du nicht, dass ich wüsste. Nein. Handelssoftware Mark 3 gibt es natürlich auch bei den Teladis. Immer bei den Teladis. Aber wo gibt es bitteschön die Handelssoftware Mark 3 im Terraner-Raum? Ich hätte es wahrscheinlich nie erfahren. So, was wollte ich damit machen? Zunächst einmal springe und fliege zur Position der Aran. Wow, Vorsicht mit der Sprungboje. Ach ja, Terraner-Sektoren. Aber das sind die Terraner-Geschütztürme, falls hier noch niemand gesehen hat. So sehen sie aus. Ziemlich tödlich, weil sie, glaube ich, doppelt so viele Plasmastrahlgeschütze haben wie die Geschütztürme der anderen Völker. Das macht Schmerzen. Okay. Ah, ein Transporter. Ja, jetzt habe ich die Sachen. Ich wollte damit eigentlich, was wollte ich nochmal mit dem Bergbaubasisschiff? Ich wollte eine Bergbauoperation aufbauen. Und zwar hier in drei Welten, glaube ich, war das. Ja. Oder war das in Energiezirkulum? Nein, es war in drei Welten. Da sind mehr Asteroiden, die dann Königstal beliefern. Also zumindest das Hauptquartier. Obwohl, wieso soll ich das beliefern? Brauche ich doch gar nicht beliefern.
Ich müsste vielleicht mal die Mikrochip-Produktion deutlich erhöhen. Bergbau-Basisschiff ist fertig. Okay. Zeige mir deine Waffen. Zweimal mobiles Bohrsystem. Okay, da hast du nichts mehr. Ja, vier mobile Bohrsysteme für ein Bergbau-Basisschiff geht in Ordnung. Warenaustausch mit der Aran. Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Hallo? Da. Rüber. Ach, die Aran kann ich mehr tragen. Die ist voll. Ernsthaft? Dann nimm ein paar Energiezellen mit. Und dann kannst du nochmal einmal rüber. Mobiles Bohrsystem. Transferiert. Wunderbar. Menagerie Shipyard im Morgenstern und spring dir zwei Minuten weg. Ich brauche nichts mehr. Nein, danke. Keine Rabattschlacht heute. Vielleicht in der nächsten Folge dann mal eine richtige Schlacht. Merkur? Merkur. Arbeitet nicht im Betrieb. Bin ich gerade falsch abgebogen? Glauben Sie, dass Sie der Aufgabe gewachsen? Nein, danke. Wasserreinigungsanlage M Alpha. Ich bin falsch abgebogen. Ups. Naja, ich flieg dann mal wieder durchs Sprungtor. Aber ups. So. Wie es dann weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich bin der Eismeister und man sieht sich dann demnächst im Weltraum wieder. Wenn ich wieder kämpfen werde und erstmal diesen ganzen Stress mit Frachter ersetzen hinter mich gebracht habe. Macht's gut und bis dann.